eure Videos. Hallo, alle wach? Alter! Willkommen zu Folge 120! Hui! Schön! Na, Reifen blank oder war es blank? Na, was los hier? Schnell umdrehen. Ich war's nicht. Alles gut. Mach ich immer so. Horsepower Dashcam wünscht euch einen schönen Start ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet auch einen guten Rutsch. Ja, da natürlich hier auf der Einbahnstraße auf allen Spuren alles dicht ist, fährst du über den Bürgersteig. Kein Blinker, kein Schulterblick nennt Markus dieses Video, aber ganz im Ernst, ne? Einer nach dem anderen. Lass dem anderen einfach mal seine Scheißzeit, bis er sich sortiert hat, oder was? So eine Leute kann ich ja leiden, ne? Also für mich war da jetzt überhaupt nichts überraschend, dass der rauszieht. Ach, schon wieder diese diversen Probleme beim Autobahnauffahren. Ich sag da nichts zu. Oh, stinkt das nach Reifen, Alter. Scheiße, stinkt das nach Reifen. Naja, logisch. Ah, Idioten voll. Nur der sein Gaspedal nicht gefunden hat. Unsere Kamera steht natürlich auf der Linksabbiegerspur und diese Falle hatten wir doch gerade erst. So geil! Verdammte Scheiße, ich werde das an Sascha schicken. Oh Mann, echt, ey. Da rechts kommt ein Bengel an der Ampel und er guckt hierher. Er guckt hierher, er guckt hierher. Vielleicht sollten seine Eltern mit ihm nochmal losgehen und den Schulweg da richtig abstecken. Nichts Besonderes, man kennt es, ne? Man steht hier, lässt die Autos alle durch. Ja, aber dann kommt so ein Schlaumeier von hinten. Kannst ja bloß den Kopf schütteln, oder? Hä? Kannst du nur den Kopf schütteln? In Ulm macht er das, glaube ich. Der kommt eigentlich auch aus Düsseldorf. Eine ganze Familie Ulm. Kommt aus Düsseldorf. Wow, Alter! Die Salzburger, ey. Leckio mio, ey. Das war ja echt, der Knappi war das. Knappi? Sag mal, weißt du nicht, wie lang dein LKW ist, oder was? Naja, der LKW-Fahrer nimmt sich Pintis Lichthupe wohl doch zu Herzen und entschuldigt sich hier mit dem Blinker, aber Pinti... Ja, dein Blinker kannst du dir sonst wo hinstecken! Hier geht's um diesen Mercedes, der hier mitten auf der Straße, auf der Kreuzung, einfach stehen bleibt. Was ist denn mit ihm? Keiner weiß, wo er herkommt, wo er hin will, aber das weiß er selber anscheinend nicht mal. Es hupt übrigens keiner der anderen Fahrzeuge. So fährt er jetzt auf die Autobahn, wahrscheinlich mit 30. Pille schreibt dazu, er fährt 220. Das können wir ihm jetzt glauben, müssen wir aber auch nicht. Lukas ist in Norwegen unterwegs und geile Gegend.
aber ganz schön enge Straßen da. Also, Spaß macht das nicht. Aber irgendwie werden die sich da jetzt einig und dann wird's wieder gut. Ein Schlenker in Ehren kann niemand verwehren. Na, geht's wieder? Hast du zurück in deine Spur gefunden? Ja, trink mal ruhig deinen Kaffee, du Kind, ey. Alter, ist der irre? Und für die Leute, die es nicht verstanden haben, warum der einfach mal in den Gegenverkehr zieht? Hier, ein süßer Igel. Ja, ich bremse auch für Igel. Ja, ich weiche auch für Igel aus. Aber nicht in den Gegenverkehr und riskiere mein Leben dafür, ne? Also in so einem Fall, so leid es mir tut, wenn du nicht schaffst zu bremsen, fährst du halt drüber. Ich hab da aber noch einen alten Igel-Clip von mir. Igel! Igel! Da läuft er. Alter. Ja, wie war das? Was hatte ich vorhin gesagt? Ich find's scheiße, wenn die Leute nicht einen nach dem anderen einfach mal überholen lassen und meinen, sie müssten von hinten die Welt aufräumen oder was? Was glauben die, wer die sind? Ich find das so unfassbar dämlich. Was? Das ist nicht dein Ernst hier, oder was? Wem gehört das Auto? Ja, ist natürlich an Dreistigkeit auch kaum zu überbieten. Ich spule hier mal vor, aber auf was will man warten, ne? Und dann denkt sich irgendwann Tammy, ach weißt du was, ich fahre hier hinten rum. Naja, da geht's wenigstens, ne? Geht's wenigstens weiter. Man sollte die Polypen rufen, dass sie den da wegholen, oder? Was ist denn nur, wenn die Feuerwehr kommt, weil da eine Bude brennt? Ne? Durch das Loch fahren können sie auch nicht und hier hinten rum, da passen sie auch nicht durch. Also, ach Mann. Stockender Verkehr, da wird gebaut. Und die A7 Hannover Richtung Hamburg zwischen Hamburg-Marmsdorf und Hausbruch. 4 Kilometer stockender Verkehr im Augenblick. Der rechts auf der Seite ist der Schlitzer, wenn ihr habt nicht fahren. Ja, der hat einen Sackgassen. Ah, der hat so einen Stahlblitzer. Was hat der denn da gespeichert? Der fährt einfach rückwärts. Ah, ja. Ich hab wieder zu viel. Ja, den ja. Da rechts bei den wartenden Autos steht übrigens auch die Polizei dazwischen. Es geht aber hier um den Mercedes. Ja. Ich lese euch mal vor, was ich noch dazu als Text gekriegt hatte. Die Polizei hat, da sie relativ weit hinten stand, nichts gesehen. Haben nur den Unfall aufgenommen und Fotos gemacht. Aussagen wurden abgefragt, aber nicht aufgeschrieben. Dashcam wollten die auch nicht sehen. Der Fall wurde dann nach 4 Monaten geschlossen mit der Erkenntnis, dass kein Schuldiger ausgemacht werden konnte. Da die Polizei das Ganze nicht interessiert hat, habe ich dann die gegnerische Versicherung kontaktiert und versucht, meinen Schaden, 3000 Euro, bezahlt zu bekommen. Die Dame sagt, sie hat von dem netten Herrn 3 Aussagen von Insassen, die aber alle etwas anderes aussagen. Sie würden mir 50% Kostenübernahme anbieten. Habe ihr dann von der Dashcam erzählt, sie hat um das Video gebeten und mir sofort 100%ige Kostenübernahme zugesagt. Der Spanier hat dann zwar noch einen Anwalt eingeschaltet, weil er das nicht akzeptieren wollte, aber als der Anwalt das Video gesehen hatte, war die Sache auch erledigt. Mein Schaden wurde mittlerweile repariert und bezahlt. Es hat aber insgesamt 7 Monate gedauert, bis das erledigt war. Aber Dashcam lohnt sich auf jeden Fall. Liebe Grüße. Mittlerweile steht der Mercedes-Fahrer am Seitenfenster. Also bin ich gesehen? Nee, ohne Blinker. Nein, das haben wir gesehen, mit dem Winkel. Kein Winkel ist da. Ja, keine Winkel. Was ist das? Du warst neben mir. Was ist das? Ist Winkel oder nicht da? Jetzt hast du Blinker. Jetzt bist du die. Du bist ein. Hol mal. Ja, fahren wir vorne rechts. Rechts Winkel, ja. Ach komm, hör doch auf. Fahren wir vorne rechts rein. Ich habe eine Kamera hier drin, da sehen wir das alles. Rufen wir die Polizei. Ist die Polizei da, ja. Geht mir da. Rufen wir. Ist die Polizei da und hat gesehen alles. Ja, ist doch gut. Meinen größten Respekt an JJ, wie ruhig du geblieben bist, ey.
Huch, wächst da ein Baum auf der Straße? Nein, natürlich nicht, hat natürlich der Typ verloren. Hier sieht man die Brocken noch hinplumpsen und der Fahrer, könnt ihr wegen der Pixel noch gar nicht sehen, beugt sich vor und guckt in den Spiegel, aber er guckt so, als würde er nach oben auf seine Ladung gucken. Ja, hätte er mal nach unten geguckt oder nach hinten, ne? Da, wo die Brocken halt auch hinfallen. Sehr gut, nicht nur drum rumfahren, geht mich nichts an, so nach dem Motto, danke für seine Seite kloppen. So, geht das auch schneller? Danke. Also es gibt viele Viecher, ne? Die haben mehr Hirn als er hier. Frohes Neues, liebe Leute. Bleibt sauber. Tschüss.